Also wann hast du nochmal davon gehört? Also ich habe am Freitag davon erfahren, da war ja so eine Vorstellung und da habe ich eben gehört, dass so Bänke aufgestellt werden, wo die Leute Platz nehmen und wer auf dieser Bank sitzt, der möchte irgendwohin mitfahren und der wird dann mitgenommen nach Innsbruck zum Beispiel und man kann sich dann auch unterhalten mit dem Fahrgast oder mit dem Fahrer und die Autos bekommen glaube ich so Abziehbilder und ich finde das eine gute Idee zum Thema Umweltschutz und miteinander leben und gerade für so entlegene Orte wie in Reit bei Seefeld oder entlegen, die einfach jetzt nicht so eine gute Anbindung haben, ist das sicher eine tolle Idee, dass man den Verkehr reduzieren kann und dass man einfach, dass nicht jeder alleine mit dem Auto fährt. Also ich persönlich glaube, dass es einmal einerseits einmal für ältere Menschen, die auch keinen Führerschein haben oder nicht mehr fahren können, geeignet ist. Für mich Vorteil, es ist halt für wenn ältere Personen, die eben nicht mehr so gehen können oder dass man die halt entlastet. Ich glaube, dass es für die Leute vom Flüchtlingsheim ganz toll ist, weil die haben natürlich kein Auto und vielleicht Führerschein vielleicht schon, aber keine Fahrmöglichkeit. Und ich glaube, dass man da im Sinne auf Integration, dass man da sich die Leute dann besser kennenlernen untereinander. Durch die Medienberichte, muss man sagen, hat es eine gewisse Neugier geweckt und das war die, muss ich sagen, vor der Eröffnungsfeier, die einige Tage davor ist, schon beherrschendes Thema, kann man schon fast sagen. Heute sind wir in Oberperfus, dem zweiten Pilotdorf von dem Projekt Mobilitäterinnen. Das Dorf ist viel größer als Reit bei Seefeld, wirkt auch viel belebter. Haben Sie die schon gesehen? Wir sind Fahrbahn, wo Leute, die mobil müssen, sich können und warten. Würden Sie mit jemand anderem auch mitfahren nach Innsbruck, wenn der den gleichen Weg hätte? Ja. Lieber mit dem Bus? Also ich habe noch nie einen sitzen gesehen. Okay. Und so jemand mitgenommen auf der Straße, der wandert oder so? Ja, wenn ich sie kenne, die Leute, dann nehme ich sie schon mit. Aber gibt es da Bedenken, wenn einfach jemand so da sitzt, den mitzunehmen? Wenn ich ihn jetzt nicht kenne, also jetzt in Oberperfus direkt weniger, aber jetzt zum Beispiel von Innsbruck auf, dass ich kann mitnehmen muss und ich kann. Super wäre halt, wenn man das Netz der Mitfahrbänke erweitern könnte, auch dahin, wo keine Bushaltestellen sind. Und würdest du jemanden mitnehmen, der auf solchen Bänken sitzt? Das weiß ich noch nicht. Ja, das sind die Nachbarn. Jetzt bleibst du hier, legst schon auf. Da hast du einen Unfall. Wichtig ist, dass man persönliche Beziehungen herstellt, auch zu den Flüchtlingen, weil dann kommen die Flüchtlinge aus der anonymen Menge heraus und man lernt den einzelnen Menschen und das einzelne Schicksal kennen und dann ändert sich auch der eigene Blick. Aber deine Bekannten, denen du dann vom Projekt erzählt hast und gesagt, hey, da gibt es so eine Bank, da kannst du dich hinsetzen, wie fanden sie das? Ja, sie haben es echt sehr gut gefunden, weil das ist echt eine gute Idee. Aber ich finde, es ist eine perfekte Idee. Na, es ist eine gute Möglichkeit. Ich denke, weil sie können ein bisschen ja sprechen, mehr Deutsch reden. Und das ist das beste Weg zum Lernen. Würdest du zu einem Tiroler ins Auto steigen? Ja. Ohne Bedenken. Ohne Denken. Also was wirklich cool ist an dem Projekt, ist, dass es unabhängig davon, wie gut es jetzt schon angelaufen ist, nachdem es erst 3 Tage existiert, das kann man vielleicht an dem Punkt noch gar nicht so gut beurteilen, die Menschen ins Gespräch gekommen sind. Wen nimmst du mit, wen nimmst du nicht mit? Hast du da Ängste oder nicht? Wen hast du vielleicht früher mitgenommen oder wie war das mit diesen Bänken in Tirol, bevor es irgendwelche Mitfahrzentralen gab? Und das ist auf jeden Fall der positive Aspekt, den man mitnehmen kann. Dass die Menschen jetzt darüber sprechen und vielleicht ihre Autotür für jemanden öffnen, vielleicht nicht. Aber es hat sich was bewegt.